Ey, ach Mann, das läuft ja überhaupt nicht. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Damakash sucht den Supergamer. Hier ist Schneckball. Ja, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, weiß ich leider noch gar nicht, ob ich überhaupt weiter bin. Ja, ich hoffe das natürlich wirklich sehr. Ich würde euch ohne Ende dafür knutschen, auch im Nachhinein noch. Und ja, kurz zum Spiel. Heute ist Super Tux Kart dran, angelehnt an Super Mario Kart. 20 Rennstrecken, verschiedene Modi, Multiplayer. Man hat eigentlich, ja, wirklich viel Abwechslung. Kostenlos ist es auch noch. Was will man also mehr? Unsere Aufgabe ist es heute, quasi 4 Runden zu fahren. Wir gehen mal hier in den Einzelspielermodus. Ich habe vorher natürlich schon mal ein bisschen geübt, habe auch ein paar neue Strecken freigeschaltet, damit wir nicht hier nur diese Standarddinge haben. Ich bin natürlich hier, Puffy, und Fahranfänger, nö, wir wählen einfach mal Fahrer aus. Hier können wir die Strecke auswählen. Neu freigeschaltet habe ich hier Hacienda. Und welche noch etwas anspruchsvoller ist, die wähle ich auch. Das ist der Zen-Garten. 4 Runden sind eingestellt. Und ja, dann starten wir erstmal direkt rein, würde ich sagen. Ladebalken, Ladebalken. So, auf geht's. Und go. Also die Strecke ist gar nicht einfach. Und ja, ich habe mir vorhin beim Haarefärben Gedanken darüber gemacht, wie ich am besten dieses Video gestalten kann für den Contest. Und ja, das Spiel ist jetzt nicht so unbedingt meins. Aber es ist sicherlich ganz witzig. Und ich habe einfach gedacht, es ist ein bisschen zu öde, einfach nur das Rennen hier zu kommentieren. Und ja, ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Ja. Und das ist nämlich auch die eigentliche Herausforderung für mich. Weil, wenn ich Rennen fahre, kann ich eigentlich nicht reden. Weil ich muss mich konzentrieren. Und ja, ich bin eine Frau, aber ich kann keine Rennen fahren und reden gleichzeitig. Das geht einfach nicht. Und oh, man merkt es jetzt auch schon ein bisschen, dass ich am Stocken, huch, am Stocken bin. Ey, Kollege! Auf jeden Fall geht's mir zum Beispiel auch bei Horrorspielen so. Wenn ich, ey, ach Mann, das läuft ja überhaupt nicht. Wenn ich Horrorspiele spiele und ich Schiss habe, dann kann ich auch nicht mehr reden. Dann gibt's meistens irgendwie ein Gestammel. Und ja, ich habe regelrecht irgendwelche Sprachprobleme. Oder aber ich kriege gar kein Wort mehr raus. Und dann kann ich nur noch kurz irgendwie sagen so, ich kann jetzt gerade nicht reden. Und meistens schreie ich danach auch gleich, weil irgendwas Furchtbares passiert ist. Letztens habe ich sogar kurz die Luft angehalten, weil ich nicht wieder so laut schreien wollte. Und es hat nicht ganz geklappt, aber es war zumindest nicht so laut. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, ich wohne hier in einem Mehrfamilienhaus und ja, es ist schon etwas hellhörig. Da frage ich mich, wann hier der erste mal vor meiner Tür steht und fragt, so, was mit mir nicht stimmt. Weil ich weiß ja nicht, ob die das hören, aber manchmal erschrecke ich mich halt einfach und dann kommt auch so impulsartig mein Schrei. Und ich kann das für euch, für die Videos ja immer noch ein bisschen bearbeiten, aber damit euch nicht ganz die Ohren wegfliegen. Aber mehr ja auch nicht. Wow. Naja, und nochmal kurz zu meinen Rennskills hier gesagt. Woher ich die hab, fragt ihr euch bestimmt schon. Ich habe ja auch doch eine Zeit lang recht viele Rennen gezockt. So Need for Speed, Burnout Dominator, natürlich aber auf der Playse. Gut, Super Mario Kart früher auch. Aber das geilste Rennspiel für mich ist Muppet Race. Also ich liebe Muppet Race, ich liebe Gonzo. Und es gibt ein Spiel für die PlayStation 1. Wo man halt auch Rennen fahren kann und da gibt es dann auch eine Kampfliga. Richtig witzig, kann man sich dann gegen abballern. Oh, es ist schon vorbei. Naja, aber ich wollte noch ganz kurz zu Ende erzählen. Ich bin übrigens letzter geworden. Man sieht aber, dass ich schon mal ein bisschen besser war. Naja, das Muppet Race ist auf jeden Fall mega geil, ist immer noch ein Highlight für mich, weil ich das immer noch spielen kann. Es läuft auf der PS3 und
Ich darf jetzt nicht mehr quatschen, weil meine Zeit ist leider abgelaufen. Und bitte, bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Votet mich in die nächste Runde und dann kommt bestimmt ein Spiel, was ich mal richtig kann. Okay, bis dahin, macht's gut. Ciao, eure Schneckball.